Der namenlose Abenteurer ist hier irgendwo, in einer der zahlreichen Hallen immer noch auf der Eingangsebene. Falle. Merken. Da ist ein Spinnchen. Oh, nee. Man kann auch drüber schießen, offensichtlich. Also man muss hier in der Vertikalen dann richtig zielen. Das ist gar nicht so einfach. Außerdem hat der Feuerball so eine Art Verzögerung. Wenn ich den Feuerball auslöse, dann braucht er schon so 1-2 Sekunden, bevor der losfliegt. Und das ist ziemlich lang. Gibt es hier in der Mitte noch irgendwas? Irgendwas Schönes zum Heilen oder so? Nee. Das ist sehr übersichtlich hier. Dann geht es nur hier weiter, wo ich schon die Falle entdeckt hatte. Aber ich gehe nochmal zur Fackel. Wer weiß, wann die nächste kommt. Also dran denken, nicht rückwärts rennen hier. Auch nicht in Panik. Aber wenn man eins in Castle Torgeth hat, dann ja wohl genug Platz zum Laufen. Einmal hat er mich erwischt und da hinten ist eine ganz besonders dicke Spinne. Was hast denn du? Das habe ich noch nicht gesehen. Hier. Vielleicht versuche ich es mal mit einem Feuerball bei dir. Ja, ich hatte die Falle noch im Blick. Ekelhaftes Spinnengetier. Hast du was Schönes bewacht? Eine Wagenladung voller Heilpotions für die Truppen, die hier stationiert waren? Das wäre schick. Das hier sieht komisch aus. Ist das hier der Folterkeller? Ach toll. Was soll ich denn hier drin finden? Ja, Folterwerkzeuge, klasse. Ein Türchen. Ach komm, mach die Tür auf. Ah, nee. Na komm. Ah, zwei von euch. Zwei sind gemein. Komm. Ja, das war die erwähnte Verzögerung. Hat dir das was getan? Das hat ja was getan. Ich kann ja natürlich meine ganze Mana verschwenden. Bin ich gerade rückwärts durch die Wand gelaufen? Ach, du warst ja, war zu dritt. Na toll, jetzt ist die nächste Heal Potion schon wieder dran. Ich finde einen Donut und ein Brot und, oh, ein Buch. This book contains numbers detailing a death toll. It appears to number in the hundreds of thousands. What? Und? Ja. Einen Schlüssel. Was ist denn das? Das ist ein Solitary Confinement Key und ich habe vorher gefunden The Expedition's Records Volume 2 und The Death Toll. Toll ist doch so eine Art
Gebühr oder Steuer oder sowas. Was habe ich hier gemacht? Achso. Ich muss leider hier zugreifen. Und mal speichern. Gut. Da ist eine Fackel. Ich sehe ja auch, der Morph-Fog ist schon wieder so groß, dass durchaus jeden Moment der Werwolf kommen könnte. Oh. Oh, noch sowas Ekelhaftes. Und? Level up, immerhin. 15, ich bleibe bei meiner Stärke. Ich brauche Potions mal wieder. Ich wiederhole mich. Aber der hat sowas nicht, der hat gar nichts. Ah. Hier vielleicht? Oh, hallo. Hier finde ich auf jeden Fall eine Mana Potion und ein Schriftstück. What a predicament I'm in. As the expedition explored further into the castle, we encountered a giant spider that impeded our progress. Some of us managed to sneak past it, but a few of us were eaten by it. In one such attempt, it saw me sneaking and chased me a long ways until I locked myself by accident in here. Oh well, at least I have plenty of food and water to last a while. I'm sure they'll come save me eventually. Ja, I'm sure they come and save me eventually. Na, was denn du? Eventuell oder sicher? Wer bist denn? Du hast so ganz viele Heiltränke zu verkaufen, das wäre sehr schön. By the gods, they finally sent someone to rescue me. What took you so long? Hallo? What are you talking about? I don't know you. What? Are you saying you're not part of the expedition? How long have I been stuck in here? Das ist eine sehr gute Frage, mein Lieber. I'm not sure, but I got stuck down here as well and was wondering if you could help me. Anyways, never mind that. Thank you for rescuing me, regardless. I'm trying to go deeper into the dungeon to find the secret passageway out since the front entrance is blocked. Do you think you can help me? I see. So the exit is blocked. I guess we have no choice. Here is the spell used to open the gate leading deeper into the castle. Also, if you ever need some help, I can trade you a few spare potions for some gold or treasure you find. Would you like to trade for some potions? Oh, auf alle Fälle. I can give you a lesser health potion for 20 coins of your loot. Her damit. Das war alles. I can give you another really powerful health potion for another 30 coins of your loot. Ah, her damit. I'm all out of potions for now. You should get going. Ob diese Händler wohl später nochmal was haben, das hieße, ich könnte nochmal zurücklaufen zu den beiden anderen Händlern, die ich bisher gefunden habe. Vielleicht haben die dann wieder was zusammengerührt oder gefunden. Wo auch immer. Also, ich habe irgendwas gelernt. Weapons. Was habe ich denn gelernt? Ach hier, Spells. Law of Unhinging? Was? A magic spell that unlocks gates. Aha. Den kann ich offenbar auch sprechen, wenn ich keinen Mana habe. So sieht das hier aus. Wie viel Loot habe ich noch? Ich habe jetzt noch 30. Das hier müssten 3x20 sein. Also 90. 110. Naja, das ist jetzt ja nicht die Welt. Aber es geht voran. Ich scheine hier hinter der Küche tatsächlich richtig zu sein.
mit... Oh, hallo, Spinnchen. Ich scheine hier richtig zu sein. Wenn ich runter möchte. Irgendwo hier scheint es eine Tür zu geben. Ein Gate, das ich mit diesem Spruch aufmachen kann. Dann habe ich die Giant Spider nicht vergessen, die er erwähnt hat. Hallo, du. Helm. Wahrscheinlich irgendwelches Cheer-Zeugs im Inventar. Und Käse und Brot. Lecker, lecker. Ja. Also wenn ich hier auf der richtigen Spur bin, heißt das aber auch zwangsläufig... Wo kam ich eigentlich her? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier kam ich her, natürlich. Wo soll denn da dieses Gate mit dieser Spider sein? Hier? Nee. Ach so, scheiße. Na komm. Ah, die haben mich wieder gebissen, alle beide. Was ist das? Moment. Speichern. Also. Was bist du? Oh, ein Buch. By request of High Command, I've been assigned to the task of discovering the secrets of teleportation. Due to the ancient teleporters found deep within the castle, it has become necessary to dedicate our group to their examination. We've met with limited success, however, up until this point, we have been unable to replicate the teleporter's magic and receive a living being from the other side. Most of my colleagues have gone missing as the experiments have drawn on, but I'm sure with my recent adjustments I can finally recreate the ancient magic and turn it to our benefit. If successful, it would mean the discovery of a new means of escape from our enemies. Since none of the other mages have returned today, the only one left to test it on is me. Stand da noch was? Moment, Clues. Das war jetzt Cultist Journal 2 und das davor war The Ply of Baden Wechsler. Das war dieser Typ, der da mit mir gehandelt hatte. Clues. Ah, hier, High Command would be proud, ja. Okay, eine neue Notiz. Und es ist mal wieder Zeit, eine Potion zu schlucken. Das Ding hier hat mich nicht weitergebracht, glaube ich. Ja. Was habe ich denn für Tränke? Greater Health. A great health potion that heals by a large amount. Was heißt denn hier large amount? Ich nehme erstmal die kleinere. Da weiß ich, woran ich bin. Wenn ich mal irgendwann fast tot bin, dann nehme ich mal die große. So. Da kam ich her. Fackel. Ja, ich müsste nochmal zurück in Richtung Gefängnis. Ich habe ja jetzt diesen anderen Schlüssel. Der... Ach so, hier Falle, genau. Der müsste mich ja auch irgendwo hinführen. Das war der Raum mit diesem Phantomhändler, richtig. Hier ist nichts mehr. Oh nein! Toll. Schon wieder erwischt.
Aber wo soll denn dieses komische Tor sein, was man jetzt mit seinem Spruch aufmachen muss? Das Tor, vor dem so eine fette Spinne hockt, angeblich. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das hier ist auch wieder neu. Hier war ich jetzt noch nicht so in der Ecke hier. Genau, das ist neu. Oh, hallo. Loot? Loot tut gut. Ja. Irgendein Apfel oder sowas. Ich müsste auch wieder mal was essen. Auf alle Fälle. Du gehörst hierzu. Oh. Potion. Komm, greif zu. Was bist du? Nur irgendein Stein. Lesser Heal Potion. Hm. Fackel. Oh nein. Nein. Das war wieder scheiße. Okay, Mana ist alle. Ich kann nur wieder mit dem Schwert kämpfen. Das sollte ich mir mal merken. Also ich werde echt kurz und knapp gehalten hier mit dem Loot und den Ressourcen. Und ich spiele das auf normal. Man kann das auch auf hart spielen. Dann weiß man gar nicht, wie man das machen soll. Wahrscheinlich gibt es irgend so ein paar Tricks beim Kämpfen, die ich noch nicht drauf habe. Die dafür sorgen, dass man sich nicht erwischen lässt. Da war ich drin. Genau, hier war jetzt keine Tür. Da ist die nächste. Was? Oh, ihr Trillen! Grrr. Nein! Super! Noch kein Level up, aber jetzt ist es an der Zeit für die dicke Potion. Use. Ja, die heilt mich auch nur um 80 oder so. Gar nicht mal komplett. Ah, das nächste große Ding. Moment. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass ich erstmal zum Gefängnis zurückkehren sollte, um da diese eine Tür noch aufzumachen, weil offensichtlich ist der Abstieg zum nächsten Level ja eher hier so in der Ecke als in der Ecke vom Gefängnis. Und deswegen werde ich jetzt mal mich wieder dorthin vorarbeiten in Richtung Gefängnis. Ich weiß nicht mehr genau, wo das da war. Und das werde ich auch mal jetzt zwischen den beiden Episoden machen. Das heißt, die Episode hier ist zu Ende. Und ja, sehr gut. Am Beginn der nächsten Episode melde ich mich dann hoffentlich wieder da irgendwo in Richtung Gefängnis, wo diese eine abgeschlossene Tür war. Und dann weiß ich, dass ich da hinten dann weitermachen kann. Also, bis dahin!